Ein historischer Moment in Friedrichshafen am Bodensee. 4 Jahrzehnte nach ihrer spektakulären Entführung ist das Lufthansa-Flugzeug Landshut wieder in Deutschland. Dieser Frachtflieger liefert den Rumpf der Maschine. Später folgen Tragflächen und weitere Teile. Palästinensische Terroristen hatten die Landshut 1977 entführt. Sie wollten inhaftierte Terroristen der Rote Armee-Fraktion freipressen. Die Rückkehr der Landshut nach Deutschland sieht der damalige Co-Pilot als Spektakel im positiven Sinne. Natürlich, abschließend tut man das nie, aber das ist nicht so, dass man das nun furchtbar mitnimmt. Nein, nein, nein. Die Geschichte, 40 Jahre heilen alles. Der damalige Pilot der Landshut war nach einem mehrtägigen Irrflug erschossen worden. Schließlich stürmte das deutsche Antiterrorkommando GSG 9 die Maschine in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Die RAF-Häftlinge in Stuttgart begingen Suizid. Die Landshut flog noch bis 1985 im Lufthansa-Liniendienst, danach für andere Airlines, zuletzt für eine brasilianische. Die vergangenen Jahre stand die Maschine flugunfähig im brasilianischen Fortaleza. In Friedrichshafen soll sie jetzt im Museum an die bewegte Geschichte erinnern.